So, du bist nun in der Rubrik Gewichtsreduktion durch Hypnose angekommen. Das bedeutet Hypnose und Gewichtsreduktion, wie kann das überhaupt möglich sein? Und da möchte ich dir gerne mit diesem Video ja ein paar neue Ideen und neue Sichtweisen geben, um vielleicht, dass du irgendwann für dich entscheiden kannst, ja, da möchte ich gern mal etwas für mich tun. Wie in allen anderen Videos ist es auch hier so, dass ich unterscheide von Kopfhunger und Körperhunger. Hier empfehle ich auch immer mein vierwöchiges Programm Heilfasten und emotionales Essen auflösen über unterstützend der Persönlichkeitsveränderung. Denn ich kenne keinen einzigen Menschen, der nicht emotional ist. Das bedeutet, dass wir Stress über Essen kompensieren, sehr oft sogar. Bei uns Frauen ist es ein ganz, ganz zentrales Thema, weil wir uns wahrscheinlich schon in ganz, ganz frühen Jahren mit unserem Gewicht und unserer körperlichen Veränderung und auch der Bewertung im Außen, jetzt heutzutage natürlich viel mehr auch das Internet hier dazu beiträgt, wie ein Idealbild einer Frau, eines jungen Mädchens sein sollte. Und so fangen wir an, etwas an uns nicht mehr schön zu finden und möchten es dann über eine Diät verändern. Und in den wenigsten Fällen ist das das Ziel, dass man mit dieser kleinen Diät, was auch immer man in Gang setzt, zufrieden ist sein ganzes Leben. Ich kenne fast überwiegend viele Frauen und Menschen, die angehäufte Diäten in sämtlichen Richtungen ausprobiert haben und dadurch auch zum Teil ihren Stoffwechsel kaputt gemacht haben. Also kaputt in dieser Form, dass der Körper gelernt bekommen hat, immer wieder, ich bin nicht gut so, wie ich bin. Das, was ich für dich tue und was du mir gibst, ist nicht zufriedenstellend. Und die Zahl auf der Waage entscheidet über meine heutige Stimmung und generell über meine eigene Bewertung. Ja, kann ich mich auf mich verlassen? Bin ich zuverlässig oder bekomme ich wieder irgendetwas nicht hin? Also der Bereich Gewichtsreduktion ist über Hypnose ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Denn Körperhunger und Kopfhunger, wie ich es vorhin erwähnt habe, das bedeutet, dass du Stress wieder bestimmte Situationen, in denen du dich nicht genügend fühlst, eine gewisse Leere, ja, und der Kopf füttert dann diese Leere voll mit Essen. Immer wenn ein zu viel geschieht, zu viel Zucker, zu viel Fette, zu viel unregelmäßiges Essen, es kann auch sein, dass du ganz wenig isst und plötzlich wochenweise ganz viel. Wenn Essstörungen dadurch sich entwickeln, durch Muster, die sich eben über verschiedene Situationen aneignen, ist es so, dass das Gehirn wieder hier Programme aktiviert und wir uns dessen nicht bewusst sind, dass wir da dagegen steuern können. Manchmal braucht es Vernunft, manchmal sind wir motiviert, manchmal haben wir ganz klare Ziele, manchmal sind wir so gesättigt von uns, dass wir einen Stopp setzen. Dann ist es mal so weit, dass wir uns disziplinieren können, aber dann passiert es, dass es sich langsam einschleicht und wir wieder anfangen, unzufrieden mit dem zu sein, weil wir vielleicht ungeduldig sind, weil wir das Ziel schneller haben möchten und so weiter oder weil das Idealbild einem ja dann irgendwie doch nicht passt. Und da ja, hilft sehr, sehr gut das Heilfasten und das emotionale Essen auflösen, um dem Körper die Reinigung zu geben, all das, was er davor ja über viele Jahre hinweg auch in Schlacken umgewandelt hat. Und ja, aber letztendlich wieder zur Hypnose zurückzukommen, ist das emotionale Essen, dieses zu viel Frustessen, Essen, wenn gewisse Stresssituationen sind, wenn man Partnerprobleme hat, ja, oder das Gefühl von Traurigkeit, Einsamkeit, ja, dann ist das Überangebot von Essen da draußen natürlich ja, da. Da wir gesellschaftlich sehr gerne essen und essen, was sehr Wichtiges und Essentielles ist und eigentlich auch was sehr bewusstseinserweiternd ist, dann geschieht es schon, dass uns das eher öfters stresst. Und wenn man immer wieder Diäten probiert hat und man kämpft innerlich gegen einen Widerstand, der es immer wieder einem schwer macht, dann kann ich dir genau diesen Widerstand und diese Schwere nehmen über Hypnose.
Und es ist ein sehr, sehr schöner Zustand. Es ist ein sehr effektiver Zustand, dich in deinem Wunschziel zu begleiten mit starken, motivierenden und ja, im selbstvertrauten Gefühl für dich, dein Ziel zu erreichen. Ganz langsam den Druck auch rauszunehmen aus deinem ganzen Ziel, ja, und dass der Körper sich mal ein bisschen entspannen kann und auch weiß, er ist trotzdem richtig. Und dennoch ist die Hypnose im Untergrund immer wirkend, dass du andere Entscheidungen triffst, wie du bist, und dass du die Entscheidungen, die du auch dann für dich fällst, auch davon völlig überzeugt bist, eben wie die Gesundheit ist mir wichtig. Ich will einfach mein Ziel vom Gewicht so und so viel Kilo reduzieren und ich gebe mir Zeit. Also das heißt, wie begleite ich mich und meinen Körper in der Gewichtsreduktion? Das ist ein ganz großes Thema. Und wie ist die Stimmung dazu? Ja. Denn nur die Bewertung zu diesem Ziel ist das, was uns Druck macht. Und Druck macht den Körper eng. Und das wiederum setzt eine andere Spirale in Gang. Und das kannst du über die Hypnose der Gewichtsreduktion verändern. Vielleicht sehen wir uns einmal, wenn du eine Unterstützung benötigst, um dein Wunschziel zu erreichen. Ich würde mich sehr freuen. Bis dahin, tschüss.